er sie, und so erfuhr er dies. Als alles aufgeteilt war, was sie hinterließ, die Dinge, die Erinnerung, die Trauer, und er allein war, sah er sie genauer, als er sie irgendwann im Leben sah. Augen lag sie plötzlich da, wo sie sein Leib vermisste. Wie an jenem Tag, als er sie traf, um sie fortan zu lieben. Er starrte von Begierde eingefangen auf ihren Leib, der sich so wahr benahm, als ob er sich in seiner Lust bewegte. Doch da erhob sie sich, kam auf ihn zu und legte die Hand auf seinen schreckerstarrten Arm und küsste ihn. Auch Hand und Mund war warm und fest wie Leben, dass er nach ihr griff. Doch sie entzog sich ihm, gab ihm zu verstehen, dass sie ihn hier nicht will, er solle sie begleiten. Da machte ihn der Schmerz erstarrt und still, sie musste wieder in das Nichts entgleiten und zögerte und sah sich nach ihm um. Er lächelte ihr nach und folgte nicht. Seit diesem Tage kennt er Heiterkeiten, die stehen ihm für Stunden im Gesicht und machen alle, die ihn ansehen, stumm.